Oh ja, hier fehlt irgendwas. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, irgendwas fehlt hier. Ihr habt es gerade gesehen, euch fehlte gerade das Bild. Ich habe es jetzt wieder reingebracht. Ich bin immer so ein bisschen an den Devices unterwegs oder nehme auch mit denen auf. Also heute mal am S9 hier, am S9 Plus. Die Farben passen zwar immer noch nicht, aber ich glaube, das ist ganz egal. Aber irgendetwas fehlt hier. Und ihr seht es hier. Hier fehlt irgendwas. Ich weiß gar nicht, was es ist. Es sind die Clanspiele. Mir fehlen die Clanspiele, muss ich sagen, denn die Season hatte jetzt ja, oder die CWL ist vorbei und eigentlich kommen danach immer Clanspiele zwischendurch. Aber bei den Events hier, und ich bin heute auch mal auf den deutschen Events, da gibt es immer noch keine Clanspiele. Es gibt die nächste CWL, oh, ja, oder SC-CWL, so heißt sie ja. Aber in eigener Sache, wenn ich schon mal auf dem deutschen Client bin hier, dann bleibe ich einfach mal auf den News hier. Ich verweise nochmal einen Tag zu spät, denn die Anmeldungen sind, glaube ich, abgelaufen auf die Luke Clash in Dortmund. Also ich werde alleine kommen. Ja, also vielleicht komme ich nicht ganz alleine. Ich werde mich nochmal so ein bisschen als Fahrgemeinschaft irgendwo so ein bisschen bewerben. Also ich kann drei Leute, glaube ich, mitnehmen und die mich so ein bisschen länger schon kennen und verfolgen. Ich komme aus Richtung Herford, Bielefeld, Gütersloh, Dortmund. Und diese Strecke fahre ich. Also ich fahre die A2 ganz, ganz entlang irgendwo zur Luke Clash hier in Dortmund. Sie beginnt morgens, glaube ich, um 10:30 und ich werde so gegen Mittag, glaube ich, irgendwie da sein. Beziehungsweise, ja, werde da irgendwie aufschlagen, glaube ich. Ich habe ja kein Zwang hier als Spieler teilzunehmen, denn ich bin nur als Zuschauer gemeldet. Und aber ich wollte noch mal Werbung machen für dieses kleine, feine deutsche Event hier. Klein ist es gar nicht, denn es ist schon ziemlich nett. Aber ich hatte das versprochen, denn im Discord war ich in der Quasselstunde oder wie es da auch immer hieß. Also eine feine Quasselrunde im Discord. Und dort habe ich nochmal gesagt, ja, ich komme eigentlich mit Anhang, aber das hat jetzt doch nicht so geklappt oder das wird nicht klappen, denn die haben alle ein bisschen was anderes vor, haben keine Lust. Danach, der Tag ist sehr, sehr anstrengend für jemanden und deswegen, ja, habe ich gedacht, fährst halt alleine. Vielleicht nehme ich ein oder zwei oder drei Leute mit, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall Platz im Auto und wie gesagt, wenn ihr auf meiner Strecke seid zwischen Herford, Gütersloh und Dortmund, dann bimmelt ruhig an. Hier in, glaube ich, im Kanal ist immer die E-Mail-Adresse, wenn ihr also oder auch im Discord, so nach dem Motto, ich suche jemanden, der von Hannover nach Dortmund fährt. So einer bin ich ja. Dann kann ich euch vielleicht aufschnappen, aufnehmen oder so, keine Ahnung. Es würde mich in jedem Fall super, super freuen. Das war aber jetzt erstmal in eigener Sache. Also die Luke Clash hier, bitte verfolgt dieses Event. Es ist wirklich, wirklich nett. Und ich bin ja selber vor Ort. Itzu ist vor Ort. Noch ein paar andere Leute, die ihr sicherlich auch kennt oder auch nicht kennt. Aber auch krasse Clans. Es sind super viele Anmeldungen da. Und deswegen werde ich dort sicherlich mal ein bisschen mehr Stunden verbringen als bei der Luke Clash in Hamburg. Da waren wir ein bisschen nur so zweimal kurz für ein, zwei Stunden oder so. Aber das Event hier, das werde ich ein bisschen mehr verfolgen. Denn wenn schon ein Nordrhein-Westfaler zu einem nordrhein-westfälischen Event fahren kann, dann nimmt er das auch richtig, richtig mit. Das werde ich auch machen. Da könnt ihr von, oder das könnt ihr glauben. Aber ich stelle jetzt eben meinen Client eben mal wieder auf Englisch. Denn, ah nee, nicht verbunden. Eieiei, nicht verbunden. Deutsch, Englisch, Englisch. Denn ich habe ein bisschen das Gefühl, dass hier irgendwas fehlt. Die Clanspiele fehlen mir. Leute, was ist denn los? Bei Supercell hier der Wagen, immer noch nicht da, nur der kleine Schmetterling. Ah, was ist denn da los? Ich hatte echt gedacht, jetzt nach dem Event, was jetzt gerade läuft, da gibt es die Clanspiele als nächstes Event. Nein, es gibt diesen Schmetterling. Mehr nicht und naja, ich bin hier heute auf den Zweisocken gelandet und bin auch mal wieder auf dem mobilen Device. Ich nehme immer, das dürfte mir auch nicht krumm nehmen, ich nehme immer mit dem auf, wo ich gerade so online bin. Und ich bin halt mit dem Account hier im Moment online, also mit dem Zweisocken auf dem Handy.
Und dass es mir zu wenig dunkel ist. So muss ich es mal sagen. Dass es mir zu wenig dunkel ist, das ist ein bisschen ein heftiges Dorf. Ein zu heftiges Dorf. Also, so kommt das manchmal bei mir auch zustande. So ganz, ganz spontan. Ich mach mal eben was. Und wie es so passt, das Handy hier war die ganze Zeit schon angeschlossen. Ich war dann aber nochmal weg. Wir hatten heute nochmal Gäste. Und jo, passt so. Irgendwie finden wir hier den richtigen Gegner, glaube ich. Aber das Video soll auch so ein bisschen informativ sein. Auch was unseren letzten CK angeht, werde ich gleich nochmal ganz, ganz kurz drauf eingehen. Denn wir haben mal so ein bisschen Lack gehabt, muss ich sagen. Denn auch der Gegner hat ein bisschen was verpasst. Oder er hat irgendwas nicht gezeigt. 376. Die nehme ich immer mit. Einfach mal mit dem King hier. Beziehungsweise nur den dunklen Pott. Und kriegt er den endlich da. Ja. Ich kann ihn noch nicht zünden. Also bleibt es bei 301 erstmal an dunklem. Und dann machen wir so einen ganz, ganz kurzen Cut von so ein paar Sekunden. Ah ne, der ist ja wieder da. Oh, der Dicke ist ja wieder da. Passt so. Sauber. Ich sehe mich gerade selber so ein bisschen in der Aufnahme. Na, ich bin ganz schön groß heute. Gar nicht mal so schlecht. Okay. Hier beim kleinen Herausforderer. Ich muss was Dunkles finden, Leute. Und keine 30 Sekunden später, wo ich diese Pause hier eingebracht habe, finde ich diesen Gegner hier. Ich bin auch so ein bisschen angeschlagen, ein bisschen heiser von vielen Reden. Konfirmation, vielen lieben Dank auch für die Glückwünsche und schönen Tag gehabt, Toto, im Discord und auch auf dem Kanal. Hat mich echt gefreut, muss ich sagen. Ich habe noch gestreamt am Sonntag und auch das fand ich sehr, sehr nett. Ich habe hier so ein kleines bisschen Armeetruppe am Start. Das heißt also, wir müssen mit diesen komischen Ballons angreifen. Das machen wir auch mal. Mal sehen. Bei den großen Accounts prüfst du immer, ob außen irgendwelche Luftfallen sind. Hier muss ich das mal nicht machen. Ich nehme mal meine Klarburg mit rein, denn die fast 1000 Dunkles lasse ich mir mit meinem kleinen Account hier auch nicht entgehen. King können wir noch ein bisschen schonen. Mal sehen, wo wir den zweiten Wut noch reinballern hier. Die Tage hat ja auch jemand geschrieben, Alter, die Zauber. Ja, aber manchmal will ich auch nur in die Base reinpushen. Und dann sind mir auch die Zaubersetzungen nicht ganz egal. Aber die Heil- oder diese Wutkreise hier, glaube ich, die passen jetzt mal gerade so. Okay, da sind immer noch uns am Leben. Alter Falter. Aber 179 Dunkel sind das Zeug. Das Dunkle. Wo ist das Dunkle? Sag mal, bin ich jetzt blind? Ich bin am Handy echt blind. Ah ne, null. Okay, null. Null. Okay, hier sind wir auf null und pass mal auf, wir lassen da den King mal mitlaufen. Dann schießt der Bogenschützenturm drauf. Und meine Drachen machen hier dann hoffentlich so ein bisschen den Rest. Oh, das ist auch Dankeschön, du lieber Luftfeger. Denn der Feger fegt hier gerade meine Drachen immer schön auf genau die Defense, die ich gerade zu machen vermag. Oh, na, komm. Oh nein. Okay, jetzt kommt der Gegner King. Da habe ich keine Chance. Da gehe ich leider mal drauf. Aber er auch. Und naja, gut. Also, soll mal so auslaufen. Ich habe das heute Abend mal absolut improvisiert. Ich wollte unbedingt noch mal ein bisschen Werbung schieben für die Local Clash in Dortmund. Das war mir richtig, richtig wichtig, muss ich sagen. Ich habe es jetzt nur einen Tag ein bisschen versäumt. Also die Anmeldungen sind jetzt alle schon gelaufen. Ich bin als Zuschauer ja gemeldet, aber wenn ihr auch Lust habt, ihr wisst einfach Samstagmorgen nichts mit eurer Zeit anzufangen und kommt einfach nach Dortmund. Wir treffen uns dort mit mehreren Leuten. Ich treffe also einige dort, werde auch ein bisschen den Itzu, denke ich mal, kurz mal anquatschen, denn der hat natürlich fett zu tun, aber ich bin mal gespannt, wie das Ganze wird. Streame vielleicht oder so oder nehme ein Video aus. Ich weiß es noch gar nicht so genau, was ich eigentlich machen will. Ich habe noch keinen genauen Plan. Vielleicht behalte ich es auch einfach für mich wie die Konfirmation meiner Jungs, denn die waren auch sehr, sehr ehrfürchtig und
sehr, sehr gelassen dann danach und sehr, sehr fröhlich dann danach. Und wenn du solche Bilder im Kopf hast, auch von so einem Event, dann behältst du das so ein bisschen für dich. Man erinnert sich immer gerne an schöne Sachen und ich denke mal, die Local Clash in Dortmund wird eine schöne Sache. Und ich wollte ja auch auf den letzten Clan hier eingehen. Ich habe es im Livestream schon so ein bisschen angedroht. Ich war extra nicht hier in dem Clan, habe was gezeigt, denn wir haben ja mal so ein bisschen mit Glück gewonnen. Kann man nicht anders sagen, denn der Gegner hat was verpasst. Also irgendwas verpasst, irgendwas verpennt oder so. Also so wie Supercell vielleicht die Clan-Spiele, keine Ahnung. Aber der Gegner hier hat einfach mal einen Angriff oder zwei Angriffe verpasst, denn wenn wir hier mal reinschauen, das Team vom Gegner, vielleicht haben sie die Leute jetzt auch schon gekickt, ne, haben sie noch nicht, die hätten noch locker hier einen Dreiständer geholt, denn sie waren prozentual locker, locker vor uns, 95%, und eigentlich habe ich habe die ganze Zeit geschrieben im Chat, Leute, der ist verloren, der geht weg, das war nix, und die letzten Events waren aber, dass der Gegner nochmal von der 1, Leute, die 1 greift die 16 an. Das ist ganz, ganz mau. Ich gehe da ganz, ganz kurz mal rein, denn das ist ein Rathaus. Ja, ihr seht das hier, ne? Ja, habt ihr Fragen? 12 auf 9. Okay, 12 auf 9, aber das ist ein Stern für den Gegner gewesen. Und ein 10er hätte hier ganz, ganz easy und locker. Ich glaube, es ist der, warte mal, Lockout. Ah. Hätte ganz, ganz locker den Chefkoch eigentlich machen können. Der hatte schon 93% kassiert, hat, glaube ich, ohne Ende Angriffe auf sich gezogen. Aber der Gegner hat nicht mehr angegriffen, Leute. Und hat also auch irgendetwas verpasst, irgendetwas verpennt, keine Ahnung. Wir waren hier so happy, das könnt ihr euch, oder das könnt ihr glauben, dass wir hier gedacht haben, wieso greifen die nicht mehr an? Ich meine, guck mal, so ein Account hier, der Bo, oder so. Das ist ein Rathaus 11er, der hätte meinen 9er hier mal eben überrannt. Hat aber nicht gemacht. Naja gut, ist nicht mein Problem, muss ich sagen. Mein Problem ist dann eher der nächste Clankrieg, der jetzt gerade schon läuft. Ich gehe mal eben rein. Oh, wir haben was live. Wir haben was live hier vom Google. Der Google hat es eben schon angedroht, dass er angreift mit Minern. Wir schauen mal. Mal gucken, ob das was mit Miner wird. Das ist eine Base, das ist ein Engie. Ohne Infernos, ohne Adler. Und also ich habe eben geschrieben, es geht alles. Es gehen Hawks, es gehen Miner. Er ist ja ein Rathaus 10er. Und mal schauen. 35er, Queen, 20er, King. Auch noch ausbaufähig, aber ist ein cooler, wie soll ich sagen, ist ein netter Mensch. Ist ein netter Mensch, netter Spieler, gibt sich die Mühe. Deswegen kann ich mich auch ein bisschen zurücklehnen und kann sagen, Leute, dies wird ein Dreiständer. Hier, schön gemacht, Google. Danke, dass du auch hier im Clan bist, muss ich mal so sagen. Denn im Moment ist der Clan ja zu. Also einige schreiben, ja, Toto, mach mal einen Clan wieder auf. Nein, ich lasse den Clan noch ein, zwei Tage zu. Aber ich plane ja ein bisschen was Neues. Einen neuen Clan mit euch, wo wir etwas ganz, ganz Besonderes spielen. Werde ich aber dann bekannt geben. Also hier schon mal ein 3-Sterne-Hype auf dem Google. Den könnt ihr aber mit Mittwoch wieder geben auf Twitch TV. Also ich bin wieder live in dieser Woche, keine Frage. Only Twitch, leider nicht YouTube. Ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm, dass ich das nur einmal die Woche mache auf YouTube und etwas öfter hier auf Twitch online komme. Und oh, mein Upgrade ist hier auch mal complete. Also, ich wollte euch so ein bisschen informieren hier, vor allen Dingen über die Local Clash. Ich habe jetzt aber eben schon wieder umgestellt auf Englisch. Und ihr seht das auch hier nach wie vor. Im Englischen sind die News etwas anders. Die Events sind gleich. Wir vermissen die Clan-Spiele, Leute. Ich kann hier so hochwischen, wie ich will. Es steht Clan. Boah, liegt dort in 18 Tagen. Das ist ja noch ganz, ganz weit hin. Und es gibt ja dieses komische Event hier, was ich gar nicht so mag. Spiele ich nicht. Und es gibt nach wie vor ganz, ganz andere News hier. Die ändern sich auch immer mal wieder. Denn hier die News hier, TH7, Taking Out Enemy CC Troops, das ändert sich auch immer wieder. Also es lohnt sich immer, in den englischen Client mal umzuschalten. Denn es gibt immer neuere Infos auch über eure Rathausstufen. Also macht das ruhig. Ich hoffe, die Folge hat euch ein bisschen gefallen. Wir haben jetzt ein bisschen Info gehabt. Das war mir wichtig, nochmal über die Local Clash in Dortmund zu sprechen. Und wir haben ein bisschen live gehabt. Wir haben ein bisschen gefarmt.
passt alles. Ich bin super zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. Vielen lieben Dank, dass ihr meinen Kanal so ganz, ganz toll unterstützt, auch auf Twitch und auch auf hier und auch auf hier auf YouTube. Also vielen lieben Dank euch. Daumen an euch zurück. Bis dahin. Euer Toto. Clash.